So sieht man ihn selten. In seinem Garten griff der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle jetzt zur Schaufel, um Kartoffeln zu pflanzen. Der Bischof unterstützt damit die Aktion Deine Knolle für das Fest im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen dem Bistum Hildesheim und der Kirche in Bolivien. Im September will er seine Ernte verkaufen. Der Erlös kommt dem neuen Klimafonds Bolivien zugute. Die Saatkartoffeln der Sorte Laura, 3 Kilo insgesamt, hat Bischof Trelle bei einem Ökobauern um die Ecke gekauft. Und er ist optimistisch, dass sie ihm einen reichen Ertrag bescheren wird. Ich hoffe, dass sie gut wird. Wir werden sie ein bisschen düngen muss man natürlich. Und wenn es im Bischofsgarten ist, ist natürlich Geheimrezept, ein bisschen Weihwasser drüber. Und dann wird es schon gut. Ebenfalls tatkräftig dabei Katharina Bosel von Papp. Sie koordiniert die Partnerschaft zwischen dem Bistum und der Kirche in Bolivien. Und sie glaubt, wenn es darum geht, im Einklang mit der Natur zu leben, können die Menschen hier noch eine Menge von den Bolivianern lernen. Sie wissen auch, dass sie in ganz hohem Maße von der Natur abhängig sind. Sie haben einen sehr sinnlichen Zugang zur Natur. Sie nennen die Erde ja Pachamama. Und ich denke, das ist etwas, was uns bereichern kann, weil wir doch manchmal einen eher technisch-wissenschaftlichen Zugang zu diesem ganzen Thema haben. Deshalb hofft der Bischof, dass viele Niedersachsen mitmachen und ebenfalls Kartoffeln für den Klimafonds pflanzen. Für ihn ist die Aktion nämlich aus 2 Gründen wichtig. Als Grundnahrungsmittel in Deutschland und Bolivien ist die Kartoffel, die ursprünglich aus den Anden stammt, ein Symbol für die Partnerschaft des Bistums mit dem südamerikanischen Land. Und wer eigenhändig gärtnert, der kann die Schöpfung hautnah spüren. Das ist eigentlich die Erfahrung, die schon ein Kind machen sollte, wenn es von den Eltern mit in den Garten genommen wird und sieht, wie etwas wächst. Das Wesentliche wird uns geschenkt. Das kann keiner mit der Zange aus der Erde ziehen. Da muss man warten, bis es wächst. Nicht umsonst ist der Garten auch ein Bild für das Paradies. Von daher bin ich auch mit theologischem Hintergrund einer, der gerne in den Garten geht.